Morgen, liebe Freunde. Es ist noch recht früh, wir haben jetzt 7 Uhr. Und schaut, da ist der Mond. Es verspricht, ein schöner Tag zu werden. Ich muss ein bisschen leiser reden, damit die Leute mich nicht hören hier im Haus. Ja, und wir sind wieder unterwegs. Also jetzt noch nicht, natürlich demnächst. Schön warm anziehen, denn es hat nur 6 Grad, wie ihr seht. Es ist also schweinekalt. Aber das soll uns nicht abhalten, heute wieder zu sandeln. Und wir gehen heute nochmal auf den Acker und schauen mal, ob wir da noch was Schönes finden. Wir sind heute wieder auf dem Acker, wo wir die letzten 2 Male auch waren. Und heute möchte ich noch mal genau nachschauen, ob was an der Festzelttheorie dran ist. Wir haben ja letzte Woche schon gesehen, dass hier wohl die Schießstände gewesen sein müssen. Aufgrund der vielen Patronenhülsen, die wir hier gefunden haben. Ja, und was ich gehört habe, ist, dass das Festzelt in der Höhe von diesem Jägerstand sein soll. Sprich, dieser Jägerstand hier, unter dem ich hier stehe, und in der Höhe hier wurde mir gesagt, sollte das Zelt gestanden haben. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal quer hoch und schauen, ob wir da was finden, ob wir hier vielleicht noch, außer wie gesagt den Niederhaken, auch noch andere Sachen finden, die darauf hindeuten können, dass hier wirklich ein Zelt stand. Fangen wir gleich an, hauen wir rein. Schön, wenn ihr dabei seid und mich begleitet. Drückt uns zusammen die Daumen, dass wir heute vielleicht mal schöne Funde machen. Auf geht's! So, der Wind geht etwas. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Hier haben wir den ersten Fund. Hier drin muss er sein. Hier tut der Pinpointer ein 66er Signal und da haben wir es auch schon. Oh, Backe, fängt er schon wieder prima an. Ja, was soll man sagen, das ist Blei, leicht zu biegen, schwer. Ja, der erste Fund, Trash, Müllabfall. Und hier liegt der zweite Fund. Und was haben wir hier? Was ist das? Aha, ein Oberteil, glaube ich, von einer Ampulle. Tierarzttechnisch eventuell. Hier ist dieser Gumminapf, dieser Gummistopfen, wo man die Spritze reinsteckt, um sie dann aufzuziehen. Und das Ding war wohl dann auf der Ampulle drauf. Ja, der zweite Fund, nochmal Trash. Hier haben wir einen kleinen Oberflächenfund. Und zwar handelt es sich um ein kleines Bruchstück von einem Bronzering. Sehr schade, dass er kaputt ist, dass es sich nur um ein Fragment handelt. Na egal, ein Stück von einem Bronzering. Ein Stück Scheißen. Und hier das nächste Signal. Da tut er. Dann graben wir noch mal. Da muss es irgendwo sein. Ah, hier. Oh, schaut mal. Oh, wie schön. Hier haben wir wieder einen Uniformknopf. Na, das ist doch schon mal ein guter Fund, der darauf hinweisen könnte, dass hier tatsächlich mal was los war. Ja, Mensch, schaut. Schöner Uniformknopf. Leider mit
Leider ohne Öse, aber egal. Ja, der Wind nimmt zu. Es ist zwar wunderbares Wetter, sonnig, aber schweinekalt und stürmisch. Ich hoffe, ihr hört trotzdem, was ich sage. So. Ein neues Signal, ein neues Glück. Dann schauen wir mal. Aha. Da sollte es irgendwo sein. Aha, hier muss es drin stecken. Man hört es genau. Ah je. Nun gut, da ist jedes Wort zu viel. Tja, und auch ich finde diese Drahtbündel, Olli, die liegen hier genauso rum wie bei dir. Ein Stückchen Rohr. Nochmal ein Stück Rohr. Und nochmal eins. Und wieder mal ein Oberflächenfund. Da liegt ihr und ihr seht auch schon, was es ist. Nochmal Scheißen. Da sitzt sie drin. Eine super schöne Patina. Aber dennoch nur eine Patronenhülse. Alu-Scheiß. Ja, Freunde, und ich glaube, wir haben jetzt die erste Münze gefunden. Schauen wir mal. Da steckt sie drin. Ja, es ist eine Münze. Aber so wie es aussieht, ein Zinkheimer. Die erste Münze, die ich jetzt hier auf dem Acker finde. Ja, vermutlich aus dem Dritten Reich, aber wie gesagt, eine Zinkmünze, und das Problem ist eben, dass die meistens total runtergeritten sind. Na egal, in diesem Fall ist nicht Münze Münze, aber immerhin vielleicht ein weiterer Hinweis, dass das hier doch stimmt mit den Geschichten. Aber was ich... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich würde den Adler sehen, dann wäre es nämlich eine Münze aus dem Kaiserreich. Dann könnten die Geschichten in dem Fall nicht stimmen, aber das kann natürlich auch Zufall sein. Aber ich glaube, ich habe mich eh getäuscht. Man kann eigentlich nichts drauf erklären. Nochmal so ein Alu-Scheiß. Ein Stückchen Kette. Hier haben wir ein Fragment eines Löffels, und zwar der Oberteil, die Larve ist weg, nur noch der Griff. Aber... naja, besser als Alu-Scheiß, aber trotzdem nur Schrott. Ein Stimmplättchen von einer Mundharmonika. Freunde, und hier ist das nächste Signal. Au, ich sehe es schon.
Schwer für euch das zu sehen, da liegt's. Und wenn ihr mich fragt, ist das schon wieder ein Niederhaken. Hammer. Mann, wie schön. Und auch in einem super Zustand. Schaut. Und ich glaube schon wieder, der Jonas im Fischmaul, die Abbildung ist zu sehen. Habe ich ja schon einige in dieser Gegend hier gefunden. Na, man sieht es besser, wenn er sauber ist, nach dem Saubermachen. Aber toll, Mensch, hier ein Niederhaken. Der dritte auf diesem Areal. Also langsam, denke ich, könnte es schon sein, dass hier ein Festzelt stand. Aber vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Hinweise. Ein Niederhaken, klasse. Heavy Metal. Hier das nächste Signal und schaut, auch eine sehr schöne Patina, aber mit was Weißem innen drin. Wollen wir mal schauen, um was es sich handelt. Oh nee, Mensch. Schaut euch das an. Ja, ein Fragment von einer Fassung, von einer Glühbirnenfassung. Hier haben wir das Gewinde, das die schöne Patina hat. Ja, aber dennoch nur Schrott. Schade. Ja, Freunde, jetzt haben wir den letzten Fund, denn ich befinde mich jetzt schon wieder auf dem Heimweg. Und was haben wir gefunden? Sehr nett, aber leider kaputt. Da haben wir es, eine kleine Schnalle und sehr nett. Vor allen Dingen, weil der Mitteldorn noch dran ist. Also der Dorn, ihr seht es ja, dieses kleine Schnorpselchen. Leider ist eine Seite abgebrochen. Naja, ein Schnallenfragment als letzten Fund. Ich gehe jetzt zum Wagen und wenn ich da noch was finden sollte, dann lasse ich euch das natürlich wissen und filme es. Es war doch nicht der letzte Fund vorhin, denn hier haben wir den letzten. Vielleicht könnt ihr es hören, hier steckt er drin. Da, schaut. Und jetzt packen wir ihn mal aus. Ah, ich dachte eine Münze. Wie schade, aber leider nur, ja, ein Stück Kupferblech, war bestimmt mal irgendwas Nettes, keine Ahnung, hier ist ein Loch drin, hier war was rangenietet, glaube ich, naja, aber wie gesagt, nur ein kleines Fragment. So, Freunde, das war's schon wieder. Der Sonnengang war nicht so lang, aber immerhin haben wir ein paar schöne Sachen gefunden. Aber wieder bin ich mir sehr unsicher, ob der wirklich ein Festzelt stand. Denn wir haben, ja gut, wir haben jetzt einen Zinker gefunden, nochmal einen Niederhaken und diesen schönen Uniformknopf. Aber das alles ist mir einfach zu wenig als Hinweis, dass da wirklich ein Zelt stand. Egal. Wir waren unterwegs, es hat viel Spaß gemacht, super Klima, sonnig, aber nicht zu heiß, denn man spürt schon den Herbst. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei gewesen seid. Wie immer, drücke euch allen, besonders den Sondlern, die Daumen für schöne Funde, vielleicht für bessere Funde, als ich sie hatte, obwohl sie ja gar nicht so mies waren. Ja, eine schöne Woche und vor allen Dingen alles Gute für euch alle. Schaut auch bei den anderen rein, denn die machen auch super Videos. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Tschüss.